befinde mich weiterhin im Zelt der Deutschen Ordensoberen Konferenz und wir sind hier bei einem lustigen Memory versammelt mit wem? Ja, mit Bruder Benedikt von den barmherzigen Brüdern von Maria Hilf. Ah, wir hatten gerade schon mal einen barmherzigen Bruder, ja. Der hier aber mit dem Bauchladen rumgelaufen ist und du musst hier jetzt Memory spielen, oder? Mhm. Nein, also vielleicht zu dem anderen barmherzigen Bruder. Hallo? Also es gibt mehrere Gemeinschaften, die sich okay. So nennen. Er sah ja auch schon ein bisschen anders aus. Einer der von dem Johannes von Gott, mhm. Also der Ursprung da aus Spanien. Ja. Und wir sind eben eine Gemeinschaft, die in Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde eben auch und sich dann eben da an den alten Orten angelehnt hat und sich auch so benannt hat. Ah ja, das ist also auch als Krankenpflegeorden. Mhm. Ihr seid also vornehmlich in der Krankenpflege tätig. Wie schaut es dann im Alltag konkret aus? Was ist jetzt so dein Alltag als Ordensmann? Also muss man sagen, also eben, wir haben heute natürlich sehr viele Einrichtungen. Es sind auch noch Brüder direkt in der Pflege tätig. Die meisten haben Krankenpflege gelernt. Mhm. Also ich habe das auch mal gelernt. Mhm. Aber meine Aufgabe ist heute, also ich bin in der Schweiz. Mhm. Wir haben da noch Einrichtungen. Aber das war mal eine Schweizer Provinz, aber wir haben kaum noch Schweizer Brüder. Ja. Und da gilt es jetzt eben zu schauen, wie man das alles gut aufstellt. Also ich lebe inmitten eines Pflegeheims mit vier anderen Brüdern, bin dafür zuständig, von der Trägerschaft her. Wir hatten jetzt noch eine große psychiatrische Klinik in der Schweiz, die wurde verkauft. Das war eben auch so eine Aufgabe. Ich bin dann noch in der Generalleitung tätig. Immer da mal unterwegs. Und ich bin auch Priester, also bin auch in der Seelsorge tätig. In der Schweiz. Aber das heißt es in eurem Orden, dass die Priester gleichzeitig auch unter Umständen als Krankenpfleger dann arbeiten? Oder? Ja, weniger. Weniger. Ja. Das heißt, also die hatten mal als Krankenpfleger gearbeitet. Ist das die Basis, mit der es bei euch losgeht sozusagen? Heute auch nicht mehr zwingend, aber okay. Bei den meisten haben noch Krankenpflege gelernt, ja. Und was hat dich bewogen, genau in diesen Orden einzutreten? Ja, das ist zwar schon eine lange Zeit her. Aha. Aber nein, ich hatte nach der Schule eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung, also was ganz anderes. Und in dieser Zeit habe ich mich wirklich so befasst, ja, was gibt es so an Möglichkeiten, Leben gestalten. Und ich habe da viel gelesen, erstmal über das Ordensleben, das hat mich irgendwie angesprochen. Und habe dann mal Benediktiner kennengelernt und das ist meistens so wie was Bekannteres. Und war dann mal so Informationen, kirchliche Berufe, gab es ja damals schon. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich möchte mit Menschen zu tun haben. Also ich kann mir so vorstellen, so als Benediktiner, ja, gut, das stimmt ja auch nicht so im Eigentlichen, aber ich wollte einfach mehr mit Menschen und dann habe ich ja gehört, Krankenpflegeorden, also das konnte ich mir gut vorstellen, die Verbindung. Bin dann mal dahin, nach Trier, also das Mutterhaus ist in Trier und damals waren viele junge Leute im Noviziat und bin dann mal mit auf Station und das hat mich so angesprochen, ich war 20 Jahre alt. Ich gedacht, das ist es jetzt einfach, probiere es. Wolltest du da auch schon Priester werden oder war das nicht? Nein, das war dann noch kein Thema. Nein, das kam erst später. Also wo ich dann auch schon in der Krankenpflege gearbeitet habe, dass dann eben später wirklich nochmal so eine andere Ausrichtung kam, obwohl ich bin noch nicht Langpriester. Oh, seit wann denn? Seit dreiviertel Jahr. Oi. Also es hat bei mir sehr lange gedauert. Ich habe zwar dann studiert, yeah. Also auch in der Schweiz und war da zum Diakon geweiht worden, aber damals war für mich einiges noch, es war dann so nach der ewigen Profess, also waren für mich viele Dinge noch ungeklärt. Mhm. Auch erstmal Abstand nehmen. Naja. Und dann habe ich gesagt, nee, also das ist es jetzt nicht dran. Und ja, im Laufe der Jahre war es eigentlich dann auch nicht so Thema mehr für mich. Und es kam dann erst wieder. Kurzum, die erste Berufung ist dann die Ordensberufung. Die erste Berufung ist die Ordensberufung. Und ja, also das ist wirklich wahr. Ja. Und also ich sehe das jetzt wirklich als Ergänzung zu dem Dienst. Mhm. Weil also gerade in der Schweiz, muss man auch dazu sagen, ist es mit dem schwieriger. Priester zu finden und jetzt gerade auch die Einrichtung, auch der sakramentale Bereich und das passt jetzt einfach sehr gut. Ja. Wunderbar!
vielen Dank. Ja. Gern geschehen.